Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer weiteren Folge Hogwarts Legacy. Wir sollen nach Professor Heathcote und ich würde sagen, da gehen wir jetzt auch direkt hin. Aber wie gesagt, wir laufen. Ich benutze noch nicht das Schnellreisesystem oder dieses Flohpulver-Schnellreisesystem, weil ich möchte hier natürlich auch die Burg oder das Schloss halt auch noch ein bisschen erkunden. So, dann müssen wir hier lang. Ja, hier waren wir natürlich schon überall. Ach, jetzt geht's hier runter. Hier unten waren wir hier schon. Ja, hier waren wir schon, glaube ich. Ne? Ja. Ja, hier ist das kleine Orchester. Da, 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 da. So, dann geht's hier weiter. Hier? Hey. Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Jo, eine Nebenquest. Mal schauen, was die gute Zenobia Nook von uns möchte. Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Nook, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Tut mir leid, das zu hören. Warum hassen dich denn alle? Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Na, ob das wirklich so toll ist? Koboldsteine, interessant. Klingt furchtbar. Ich finde es aber interessant hier, ne? So. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Das wollte ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt haben diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Die haben wohl überreagiert. Hätte ich auch gemacht. Nach dem, was du mit ihnen gemacht hast, haben sie meiner Meinung nach völlig angemessen reagiert. So sind eben die Regeln. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Ich glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. So. Weißt du, wie man sie bekommen kann? Hast du eine Idee, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine Freunde an der Schule? Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Jo. Die machen wir aber später, die machen wir jetzt nicht. Wir wollen erst nach Professor Heathcote. Journal? Professor Heathcote, ne? No. So, dann zeigt mir den Weg. Da geht's lang. Hier waren wir auch schon. Ach so, hier ist ja auch schon der Klassenraum. Revelio.
Mal schauen, dass wir vorhin auch nichts übersehen haben beim ersten Mal. Nee, das ist nur ein Bilderrahmen. Ich dachte, der wird so aufleuchten. Aber, oh, guck mal. Aber ach, Mist, da kommen wir noch nicht rein. Was brauchen wir denn hier? Schlösser auf Stufe 2 sogar. Glaube, wir haben etwas zu besprechen. Ja, haben wir. Ich komme schon. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja. Aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie Warte mal. wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Jawohl. Immer erst Nebenquest, eine kleine Nebenquest machen muss, bevor man dann dieses schönen neuen Zauber lernen kann, ne? Professor, was muss ich Ach nochmal so. machen, damit ich... Sicher doch. Schließen Sie zuerst die Aufgaben. Dann suchen Ja, Sie mich... ja. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. So, was haben wir denn hier? Zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Eine Runde Training in Zauberkombination mit Luca und Bartley Bay durchführen. Ah, wir müssen wieder in die Duellarena. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Dann wollen wir mal den Duellierclub wieder aufsuchen. Mal umschauen. Die Schönheit von Hogwarts so ein bisschen genießen hier. Ist ja dann hier schon sein, der Duellierclub, ne? Revelio. Ja, hier waren wir, glaube ich, auch schon. Ja, doch, hier waren wir schon. Oh, sicher, sicher. So. Was denn hier? Können wir das Rätsel schon lösen? Da können wir mit interagieren. Ah, Levioso ist eigentlich Quatsch, ne? Höchstens hier Accio. Nee, auch nicht richtig. Ja gut. Ja, das wird, glaube ich, der Eulenturm sein, ne? Ist das da unten? Ist das die Tierhüter- oder Waldhüterhütte? Dahinter ist der Quidditch-Platz, ne? Ja. Revelio. Ich glaube, hier hatten wir aber schon alles abgesucht, ne? Bereit für die nächste Runde? Ja, und da kommen wir noch nicht rein. Mal sehen, wer auftaucht. Es gibt hier niemanden, den ich nicht duellieren würde. Ich weiß, Sebastian, ich weiß. Willkommen zurück. Hallo, Lukan. So. Was für ein schönes. Ich soll ja einmal an der Puppe üben, ne? Machen wir Hallo das? Lugan, kann ich mit der Puppe üben? Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Bist du bereit, es zu probieren? Aber sicher doch.
Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Okay. So. Oh, da oben. Guido. Oh, ja. Einfach. So, Livio, so sollen wir jetzt machen. Ausgezeichnet. Und jetzt Alivioso, dreimal normalen Angriff und dann Akio. Levioso. Akio. Gut so. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Okay, das war's schon. Auftrag abgeschlossen. Zauberkombination Übung. So, das war die erste Aufgabe. Und jetzt zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen. Das heißt, wir müssten jetzt hier, glaube ich, nochmal ein Duell machen, ne? Oder versuchen wir es doch mal. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Klar. Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit einem Partner an? Ja. Ach komm, wir nehmen wieder Sebastian, ne? Der ist auch im selben Haus wie wir. Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Ich hab schon wieder Sebastian gesagt, ne? Bereit, ich lerne das auch nicht mehr. Verzeihung im Voraus. Müssen wir gegen drei kämpfen? Okay. So. Durchbruch violette Schilde mit Kraftzaubern. Wie dem Aufrufezauber Akio. Okay. Zielanvisierung mit Feststelltaste erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze Fall links, Fall rechts, um dein Ziel während des Anvisierens zu wählen. Ja, das ist mir aber eigentlich zu lästig. Weil da muss ich ja. Okay. Weil das dann wahrscheinlich mit den Pfeiltasten die Gegner durchschalten muss. Aber wir versuchen es mal so. Wird schon schief gehen. Ah, shit. Reparo. Komm. Jawohl. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. War doch einfacher, als ich dachte. Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. Okay. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Aufgabe erledigt. Kehre zu Professor Hickett zurück. Ja, machen wir. Oh, guck mal, wir können auch mit denen reden. Du hättest mich ruhig etwas schonen können. Nix, hier wird niemand verschont. Hättest du ja zu Hause bei Mama bleiben können. Ich bleibe wohl lieber bei Tränken. Das ist eine sehr gute Idee. Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Bitte schön. So, noch jemand, mit dem wir reden können hier? Nee, anscheinend nicht. So, diesmal benutzen wir mal die Schnellreise.
Nebenaufträge sind jetzt verfügbar. Verfügbare Nebenaufträge sind in der Region von Hogwarts mit gekennzeichnet und können bei Erkundungen der Welt gefunden werden. Diese Aufträge verleihen Erfahrungspunkte, haben aber keinen Einfluss auf die Hauptgeschichte. So, wir sollen nach Professor Eick, ne? Auftrag verfolgen, rechte Maustaste. Und dann gibt es hier doch bestimmt Schnellreisepunkt, ne? Hey, jetzt hängt die Maus hier fest. Und jetzt gemacht. So. Ich glaube, hier müssen wir, ne? Unterrichtsraum Zauberkunst. Ich glaube, da sind wir richtig. Das hat sie gesagt. Dachte ich auch. Du weißt aber, dass das nicht stimmt. So. War ja klar, dass du das sagst. Muss ich die Quest wieder markieren, sonst zeigt er mir den Weg nicht an, ne? Jawohl, hier müssen wir lang. Er ist immer noch am Üben hier. Oh, guck mal, wieder eine Nebenquest. Hallo, kannst du mir helfen? Arthur Plumley. So. Hallo, hast du mich gerufen? Genau, ja. Ich dachte, du hast Interesse, mit mir ein kleines Abenteuer zu erleben. Genauer gesagt folgen wir einer Schatzkarte. Du hast doch nichts gegen eine kleine Verschnaufspause vom Kampf gegen Trolle, oder? Ich habe Poppy gefragt, aber sie konnte sich nicht von ihrem Knuddelmuff losreißen. Ich habe zwei Karten gefunden. Beide führen zu Orten rund um Hogwarts. Willst du dir eine ansehen? Ja, ob sich das lohnt. Warum sollte ich alte Karten entschlüsseln wollen? Allein schon wegen des Wissens. Hogwarts fasziniert mich. Und du kannst den Schatz behalten, auf den deine Karte hindeutet. Ich will nur wissen, wohin sie führt. Eine Ahnung, wo ich anfangen soll? Wo sollte ich zuerst suchen? Nach einem flüchtigen Blick auf deine Karte würde ich vorschlagen, irgendwo bei Hackets Klassenzimmer anzufangen. Ja, okay, da sind wir ja gerade, ne? Da stehen wir ja vor. Okay. Na gut, ich sehe es mir mal an, wenn ich Zeit habe. Na gut, wir treffen uns hier, wenn du was gefunden hast. Gut. Hä? Mal eben schauen hier. Okay, da ist ein Brunnen mit einem Drachen. Ich glaube, da waren wir auch schon, ne? Da waren wir schon. Da ist ein Bild. Ja, mit Akio. Und da ist dieses Nashorn. Das haben wir auch schon gesehen. Ja, komm, wir versuchen es einfach mal. Aber erst gehen wir noch zu Professor Eckert die Quest abgeben. Oder da lernen wir ja noch einen neuen Zauber. Ja. Revelio. Da ist doch noch eine Truhe. Aber die ist über mir. Das sieht man auf der Map. Da ist ein kleiner Pfeil über die Truhe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Das heißt dann, dass sie über uns ist. Okay. So, also nochmal Journal. Wir wollen ja erstmal nach Professor Eckert die Aufgabe abgeben und Incendio lernen. Und danach können wir ja gucken, ob wir das Geheimnis lüften. Würde ich sagen. So, wir sollen ja sowieso bei Professor Eckert starten mit der anderen Quest. Das macht das ja Sinn, da erstmal vorher die andere abzugeben. Jetzt laufen wir natürlich da unten an dem Nashorn wahrscheinlich schon vorbei. Was auf der Schatzkarte eingezeichnet war, das ist das hier, wird das sein? Ein Nashorn-Skelett. Ich bin auf der richtigen Spur. Ah, okay. Hat er schon erkannt. Ja, du und deine stinke Kugeln, das machen wir später mal. So.
Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Aber sicher doch. Sehr erfolgreich sogar. Ich habe Ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten Sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo-Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Beginnen wir. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Konzentration und halten Sie den Zauberstab ruhig. Neuen Zauber freigeschaltet. Incendio. Schön. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Zauberauswahlmenü. Gut gemacht. Ah, okay. So. Den lassen wir mal drin, den auch. So machen wir das. Da müssen wir halt die Zauber, die wir immer aktuell brauchen, hier dann durchtauschen. Okay. So wie es aussieht, gibt es später hier noch weitere Auswahlmöglichkeiten oder Sets, die wir uns bauen können. Und dann werden wir die wahrscheinlich durch Schnellauswahl auswählen können. Escape zurück. Gut. Auftrag abgeschlossen. Stufe 8. Das heißt, wir können jetzt auch unsere Sachen anziehen, ne? Irgendwo hatten wir doch noch Stufe 8 Sachen. Weiß noch nicht mehr wo. Ja, klar. Hier hinten, ne? Klar. Jawohl. Ein Schal. Den machen wir aber auch direkt aus. Schauen wir mal hier so. Nee, wir lassen den Schal aus. So, und hier war, glaube ich, auch noch was, ne? Mit Stufe 8. Jawohl. Müssen wir es auch. Jetzt müssen wir es aussehen, aber wieder neu anpassen. Okay, das merkt er sich nicht. Hatten wir hier auch noch was? Nee. Gut. Hier, gucken wir hier direkt rein, wenn wir schon mal hier im Buch drin sind. So, da haben wir einen neuen Schal freigeschaltet. Da müssen wir 4 Aufgaben für abschließen. Hauptaufträge 4 Stück, 2 haben wir schon. Und hier müssen wir Nebenbeziehungsaufträge abschließen. Okay, gibt genug zu tun. So, dann gehen wir hier direkt in Aufträge rein. Geheimes Lager im Schloss. Und sagen, die machen wir jetzt. Oder versuchen, die mal zu machen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ach so, ich soll den Zauber ja auch noch mal üben hier, ne? Ja, machen wir. Bin den zweiten Orientierungspunkt. Und den Weg zeigt er mir nicht an, ne? Das wäre zu einfach gewesen. Also, der erste war ja hier bei dem Nashorn. So. Lass mal überlegen. Kann ich mir dann die Karte irgendwie nochmal angucken? Wir gehen nochmal ins Buch. Was haben wir denn hier nochmal? Ach, hier, ne? Da. Ein Brief von Professor Fick. Oder Fitch. Da ist die Karte. Arthurs Karte. Ansehen. So, das haben wir. Weiß nicht, ob das dazu gehört. Was käme denn als nächstes? Das Bild, ne?
Ist das das Bild, was wir vorhin schon mal versucht haben, aber nicht geklappt hat? Wahrscheinlich, weil wir die Karte nicht hatten. Ne? Oh mein Gott, wo war... Ich glaube, das Bild war hier oben. Ne? Wir gehen mal die Treppe wieder hier rauf. Jetzt ist natürlich mein Orientierungssinn gefragt, ne? War das hier oben, das Bild? Oh mein Gott. Hier geht's nach draußen, ne? Ich glaube, hier sind wir verkehrt. Ich glaube, wir müssen sogar hier raus, ne? Wo sind wir denn jetzt? Oh, jetzt habe ich die Orientierung aber komplett verloren. Hier geht's nach draußen. Ich glaube, wir müssen die Schnellreise nehmen. Da finde ich das besser, glaube ich. Oh. Glockenturm, Astronomieflügel. Hey, das bringt mir auch nicht wirklich, ne? Große Halle. Komm, wir fangen mit der Haupthalle. Fangen wir mal an. Sonst muss er die Quest verschieben. Da muss ich da einfach dran denken, wenn wir da zufällig dran vorbeilaufen. Ich glaube nämlich, wenn wir das jetzt versuchen, in eins... Ja immer, Reisen erweitert den Horizont. Jawohl. So, jetzt hast du mich hier komplett aus dem Konzept gebracht. So, das ist die Haupthalle, ne? Du müsstest hier irgendwo... Oh, oh. Den nehmen wir natürlich mit. Wo war denn das Bild? Ne, wenn, dann müssen wir, glaube ich, hier hoch. So, da haben wir noch eine Seite gefunden. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, wo man langlaufen kann, ne? Ja, ich glaube, das Bild, das werden wir nur durch Zufall wiederfinden, wenn wir da zufällig dran vorbeilaufen. Weil im Moment habe ich echt keine Ahnung, wo das sein sollte. Revelio. Ja, ich glaube, da werden wir jetzt, glaube ich, stundenlang mit beschäftigt und das wird dann auch langweilig. Das werden wir so nebenbei mitmachen, die Quest. Gut. Dann würde ich sagen, was haben wir denn hier? Koboldsteine. Geheimnisse der verbotenen Abteilung. Stufe 3. Belohnung Desillusierungs... Die Desili. Mein Gott, wer denkt sich solche Namen aus? Hier ist wahrscheinlich lateinisch, ne? Aber es ist echt schwer auszusprechen. Desillusionierungszauber. Mein Gott, das ist wahrscheinlich der Unsichtbarkeitszauber, wird das sein.
Ja, ich würde sagen, wir machen die dann weiter hier. Aber die Zeit ist leider auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.